Herzlich willkommen zu diesem Video. Die EU hat Amazon dazu verdonnert, offenzulegen, wer auf Amazon wirbt und wie viel Einnahmen Amazon dadurch generiert. Amazon hat sich vor Gericht erfolgreich dagegen gewehrt, mit der Begründung, dass Amazon nicht die größte Online-Plattform ist und dass es keine Werbeplattform ist. Jetzt schauen wir uns an, das kleine Unternehmen Amazon. Wie sieht es mit dem Chart aus? Was können wir von der Aktie erwarten? Gehen wir in die Charts. Das ist der 4-Stunden-Chart. Eine Kerze entspricht 4 Stunden. Amazon sieht auf den ersten Blick eigentlich besser aus, als es tatsächlich um die Aktie bestellt ist. Wir haben hier zwar eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen, seit dem Tief bei 88,12 Dollar. Allerdings, und das ist das Problem, wirkt das nicht sehr gut. Das wirkt eher korrektiv auf uns. Insofern rechnen wir jetzt damit, dass der Kurs hier nochmal ausverkauft bis auf die violette Zone hier zwischen 110 Dollar und 94 Dollar. Dann kann der Kurs nochmal stärker ansteigen bis auf die Gegend unserer roten Box zwischen 155 und 174 Dollar. Und dann erwarten wir einen finalen Ausverkauf bis auf diese Zone hier unten, auf diese violette Box zwischen 67 und 38 Dollar. Und erst dann denken wir, dass diese gesamte Korrektur, die hier begonnen hat, hier oben, dass die dann erst beendet ist. Es gibt allerdings hier eine Alternative. Wenn das tatsächlich ein Impuls gewesen ist, wäre die Konsequenz zunächst mal dieselbe. Die Aktie würde jetzt auch auf diese Box hier ausverkaufen, könnte allerdings dann hier ein 1-2 hinterlegen und dann nach oben durchstarten. Das entscheidet sich allerdings dann erst in dieser Aufwärtsbewegung, wenn hier tatsächlich ein Tief dann hinterlegt wird, ob die Aktie in der Lage ist, das hier oben im Prinzip auszudehnen. Die Aufwärtsbewegung, sehr wichtig wäre die 177,61, dass die dann nach oben genommen wird. Wie können wir uns strategisch hier aufstellen? Es ist ganz einfach. Wenn das hier zutrifft, wenn die Aktie jetzt hier in diese violette Box ausverkauft und dort reagiert, kann hier eine Position hinterlegt werden, um genau diese Strecke mitzunehmen und auch, wenn die Aktie eben dieses 1-2 macht, dass man eben hier schon investiert ist. Allerdings muss man hier dann aufpassen, falls die Prognose zutrifft, wovon wir ausgehen, müsste man hier die Position reduzieren oder gar wieder ganz verkaufen. Das Schöne an der Chartanalyse ist, dass wir Levels haben, die uns sagen, was mit der Aktie passiert, was mit dem Kurs passiert. Wir haben hier ein sehr wichtiges Level, das ist die 123 Dollar, die habe ich hier auch rot markiert. Wenn diese unterschritten wird, wissen wir, dass wir uns hier eben in dieser Abwärtsbewegung befinden, dass eben diese Bewegung hier vollständig ist, dass eben hier kein direkter Anstieg mehr über dieses Hoch hinaus erfolgen kann. Was spricht auch noch dafür? Das hier ist eine sehr impulsive Abwärtsbewegung und das ist nicht vollständig. Eine Abwärtsbewegung hier, eine Korrektur ist dreiteilig. Das hier wird höchstwahrscheinlich der erste Teil dieser sein. Das heißt, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich eine kurze Erholung sehen, eine kurze Gegenbewegung und dann eben die finale Abwärtsbewegung hier rein in die violette Box. Was passiert mit Amazon, wenn diese Korrektur komplett abgeschlossen wird? Das sehen wir uns hier an. Das ist der 3-Tages-Chart. Eine Kerze entspricht 3 Tagen. Wir erwarten nach Abschluss der Korrektur zwischen 67 und 38 Dollar einen starken Anstieg bis hoch auf unsere rote Box zwischen 355 und 422 Dollar. Das ist natürlich ein sehr guter Ausblick für die Aktie und eben auch in der Alternative, wenn hier ein 1-2 hinterlegt wird und die Aktie direkt durchstartet, haben wir es mit derselben Struktur zu tun, dann wird hier diese fünfteilige Aufwärtsstruktur schon wesentlich früher angestoßen und jetzt wäre dann hier die Chance auf diesen Grundstein. Ich habe es eben erwähnt, man kann hier ein Risiko eingehen, wenn hier der Kurs reagiert, mal eine Position aufbauen, um zu sehen, ob das tatsächlich, ob die Alternative zutrifft oder unsere Prognose. Also kurzum, Amazon sieht übergeordnet noch korrektiv aus. Wir erwarten noch stark sinkende Kurse. Eine Zwischenerholung hier kann handelbar sein, kann man nutzen womöglich. Und eben die Alternative wäre, dass tatsächlich die 88,12 schon das relevante Tief gewesen ist. Das ist aber strukturell eher unwahrscheinlich.
Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.